Hallo Freunde von Wolof Warships und herzlich willkommen zur Verlosung der drei Schiffe. Hier seht ihr im Hintergrund die Verlosung bis zum 15.10. Das ist heute. Und wir beginnen jetzt quasi wie immer mit einem One-Taker mit SRG-Tab. Schalte ich eins weiter und wir beginnen mit der Ark Royal. Das ist der YouTube-Comment-Picker, Random-Comment-Picker. Wir filtern natürlich die doppelten Kommentare und wir suchen sie raus. Es sind insgesamt, es sind einige, 814 einzigartige Kommentare. Da bin ich gespannt. Wie gesagt, es geht jetzt um die Ark Royal. Ich werde jetzt hier einmal ziehen. Danach muss ich den Gewinner überprüfen, ob er noch keine Ark Royal hat. Und die 1000 Gefechte, auch Coop, das ist kein Thema. Und dann steht der Gewinner fest. Dann alles auf Anfang für die Udachi. Dann alles auf Anfang für den Thunderer. So, die Ark Royal gewonnen hat. Oh, komm. Titus 0206. So, da ist er. Dann schauen wir jetzt einmal nach. Ah, das ist mein Ding hier. So, Titus. Sag mir, dass du keine Ark Royal hast. Sag mir, dass du die 1000 Gefechte hast. Da sind sie. Und... Oh, nein. Schon Titus, ja. Titus, alle. CV. Stufe 6. Keinen einzigen. Das wird quasi... Hat er eigentlich andere? Doch, hat er. Er hat schon alle, aber nicht die Ark Royal. Das ist gut. Zumindest gekauft. Ja, dann sage ich herzlichen Glückwunsch, Titus, zur Ark Royal. Und dann machen wir weiter mit der, wo kommt sie denn? Udachi. Spul nur einmal kurz nach vorne. Ich hoffe, es ist wirklich die Udachi. Natürlich ist die Udachi. Der zweite Gewinner ist, das ist nochmal spannend. Also, da für Platz Nummer 2 Udachi. Martin Daddlewood. Habe erst knapp 8600 Gefechte. Ah, schauen wir mal nach. Vielleicht hat er ja die Coop. Aber er hat nicht... Ach Gott, er hat nichts angegeben. Schauen wir mal nach. Sollte hier das auch der Spieler sein? Nein, leider nicht. Nee, ist nicht. Dann, dann geht's halt nichts. Die 800 Gefechte, ich hätte vielleicht ein Auge zugedrückt, wenn die Coop-Gefechte noch dazu gewesen wären. Aber er wünscht allen Teilnehmern viel Glück, das ist sehr, sehr schön von Martin. Und dann ziehen wir jetzt den Gewinner der Udachi. Es müssen die 1000 Gefechte sein, damit ein bisschen Erfahrung drin ist. Ihr wisst das ja. Das ist ansonsten, wenn ein kompletter Anfänger ein Schiff gewinnt auf Stufe 10, damit ist niemandem gedankt, auch nicht dem Spieler, der es gewinnt, weil er wird damit keinen Spaß haben. Das ist das Problem. Es ist egal, ob er gut ist oder ob er schlecht ist. Hauptsache ein bisschen im Spiel, dann weiß er auch, okay, das interessiert mich, ich bleibe beim Spiel dabei. Dann hat das Schiff auch einen Nutzen für ihn. So, komm, Daten werden aktualisiert. Muss das sein? Ne, muss nicht unbedingt sein. Können wir denn auch ein Schiff suchen? Das geht wahrscheinlich nicht. So, Udachi Stufe 7. Hoppla. Und TD. Nehmen wir den hier raus. Ne, ist nichts da. Nichts hier. Sehr gut. Ist nicht zufällig Stufe 8 geworden. Als ich mal nicht zugeschaut habe. Natürlich nicht. Hat er denn Erfahrung? Ist das egal? Natürlich ist das egal. So, der Gewinner der Udachi steht fest. Es ist Skara 8.1 und es geht jetzt um den Thunderer hier. Herzlichen Glückwunsch, Tanja, zur Udachi. So, Thunderer, Stufe 10. Kohleschiff. Ich glaube, 265.000 oder sowas hat es gekostet. Den Tom. Gallows. Schauen wir nach. Da ist er. 2000 Gefechte. Check. Stufe 10 Schiffe. Da ist jemand nicht dabei. Passt. Ich glaube, wir haben unsere drei Gewinner. Ich sage vielen lieben Dank fürs Mitmachen. Es wird sowas auch wieder für die Viribus Unitis geben.
weiß, es ist nur Stufe 5, aber es ist trotzdem ein schönes Schiff. Es wird es für kommende Schiffe auch geben. Bleibt also dabei. Ich danke euch allen fürs Mitmachen und für die ganzen Kommentare. Den glücklichen Gewinnern wünsche ich alles Gute. Wargaming stellt euch die Schiffe Stück für Stück in den Hafen. Ab dem 16., also ab morgen, können sie jederzeit ankommen. Wird vielleicht nicht sofort morgen 7 Uhr sein. Wenn es bis Samstag oder Sonntag nicht passiert ist, sagt mir Bescheid. Dann frage ich mal nach bei Wargaming. Und viel Spaß mit den Schiffen. Ciao.